Die Türken glauben, dass Gülen hinter dem Putsch steht. Wir sehen uns nun 5 Gründe dafür an. Die Putschisten nutzen den Akıncı Luftwaffenstützpunkt als ihr Hauptquartier. Adil Öksüz, ein Theologiedozent, wurde gemeinsam mit Putschsoldaten beim Fliehen von diesem Stützpunkt erwischt. Was hat ein Theologieprofessor mitten in der Nacht in einem Militärstützpunkt verloren? Öksüz ist einer der höchsten Vertrauten Gülens und ist jetzt 2 Tage vor dem Putschversuch mit Kemal Batmaz aus der Türkei eingereist. Batmaz ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gülen-nahen Kaynak Group. Auch er war am Abend des Putsches am besagten Akıncı Luftwaffenstützpunkt. Hier sieht man ihn, während er sich mit den Putschisten abspricht. Der TRT-Rundfunksender in Istanbul war unter den ersten Institutionen, die in der Putschnacht okkupiert wurden. Aufzeichnungen der Videoüberwachung zeigen, wie 3 Gülenisten gegen Morgenstunden aus der TRT-Zentrale fliehen. Harun Şahin, Niyazi Akalın, Systemtechniker bei der Gülen-nahen Surat Technology, Seyfullah Genç, der CEO der Gülen-nahen Supercom Informatics. Ein weiterer kritischer Punkt für die Putschisten war das Polizeihauptquartier in Istanbul. Mithat Aynacı, ein ehemaliger Kommissar, der bereits wegen Verbindungen zu Gülen vor Gericht gestanden ist, wurde in einem Panzer in der Nähe des Hauptquartiers gestellt. Einige Monate vor dem Putschversuch prophezeite Osman Özsoy, ein Professor der Politikwissenschaften mit Gülen-Affinität, den Putsch folgendermaßen: Die Zukunft der Türkei ist unglaublich hell. Jetzt sinken wir zwar bis zum Grund, aber es ist so einfach, all dies zu beenden. So Allah will, wird all das in kürzester Zeit ein Ende haben. Ich wünschte, ich wäre in dieser Phase ein Offizier statt nur Professor, da könnte ich viel mehr beitragen. Im September 2015 wurde ein ehemaliger Kolumnist bei der Gülen-nahen Zeitung Taraf Emre Uslu gefragt, wann er denn in die Türkei zurückkehren würde. Das hier war seine Antwort: Juli 2016, also im Monat des Putschversuches. Die Türkei fahndet nach ihm aufgrund seiner Gülen-Beziehungen. Nur einen Tag vor dem Putsch twitterte ein weiterer Gülen-naher Autor, Tuncay Opcin: Sie holen euch aus euren Betten und hängen euch zum Morgengrauen. Dann passierte Folgendes. Gegen Mitternacht stürmten die Putschisten das Hotel, in dem Präsident Erdogan residierte. Der Generalstabschef der Türkei, Hulusi Akar, wurde während des Putsches zur Geisel genommen und zur Akıncı-Basis geführt. Folgendes passierte dort laut den Aussagen Akars. Akar fragt: Wer denkt ihr, wer ihr seid? Wo sind die Generäle und die Kommandanten, die ihr entführt haben wollt? Wo sind die Minister? Wer kontrolliert euch? Wir können ihnen ein Gespräch mit unserem Anführer Fethullah Gülen organisieren, falls sie wünschen, erwidert ein Putschist. Eine weitere Aussage eines des Putsches schuldig gesprochenen Luftwaffenoffiziers: Bei diesem Mal ließ sich eine Bombe in der Nähe der Präsidentenniederlassung. Zu diesem Zeitpunkt war es mir bewusst, dass unsere Hizmet-Bewegung, sprich die Fethullah Gülen-Bewegung, einen Putsch ausführen würde. Ich gehorchte vorsätzlich. Nach 40 Jahren engster Freundschaft mit Gülen legte Latif Erdogan Folgendes: Die Mission Gülens ist es, den Staat unter seine Kontrolle zu nehmen und sein Kalifat auszurufen. Die Intention Gülens diesbezüglich ist dogmatisch und hat sich nie geändert. Hüseyin Gülerce, der ehemalige Chefredakteur der Gülen-nahen Zeitung Zaman: Kinder, die Gülen-Schulen besuchen, werden einer intensiven Gehirnwäsche unterzogen. Weil die Indoktrinierung bereits in der Oberstufe und in Militärgymnasien beginnt, glauben diese Kinder in Zukunft selbst als Generäle, dass Fethullah Gülen der auserwählte Messias ist. Wenn es soweit ist, missachten sie die direkte Befehlskette und gehorchen den Befehlen des Universalimams und Messias Gülen.
Ihr müsst tief in die Arterien des Systems vordringen und wenn ihr später rausfällt, könnt ihr ohne aufzufallen unerkannt zurückkommen. Das sind wichtige Prinzipien für unsere Zukunft. Bevor ihr nicht sämtliche Instrumente des Rechtsstaates in euren Händen haltet und steuern könnt, ist jeder Schritt zu früh. Fethullah Gülen befindet sich seit 1999 in den USA. Die Türkei beantragte offiziell die Auslieferung Gülens. Also wann muss Gülen Rechenschaft ablegen?